er jetzt mit diesen Taten sich auf die Corona-Krise aus. Böse Nachrichten können vertrauen, würde ich es. Und erst wenn man sich lange damit beschäftigt, findet man raus, wer steckt überhaupt dahinter. Und wenn man sich wie wir die Mühe macht, die Fakten zu beschreiben. Yeah.
Cosmo hier. Und wenn ihr euren Wecker gerade hast, so morgen um 6. Let's go.